Juhu und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mittelalter. Fast tot. Was? Wachzieher Gerd. Es ist was? Es ist ein was? Es ist ein Wachszieher. Ach so, ich dachte schon. Unser lieber Bruder Klerikus ist ja auf dem Weg, den Trank diesem ängstlichen Aaron zu geben. Wie geht es denn inzwischen hier bei unserem Magier Gottrick voran? Haben wir noch Tagesaufgaben, haben wir alle erledigt, ansonsten ist auch alles in Ordnung. Eine Schatzkarte, da waren wir auch. Dann gehen wir doch mal zurück zu Gottrick, der sich jetzt hier tatsächlich... Wieso kochst du jetzt? Du bist doch satt. Geh mal lieber nach Hause. Oh, und er redet jetzt gleich mit ihm. Das wollen wir ja nicht verpassen. Wow, so viele Blätter. Da geht's los. So, jetzt hab ich mal hier, warte. Warte, hör mal auf damit. Ah, das bringt dir doch auch nichts. Ja, sehr witzig, wirklich. Also, Kind, hör mal, hier, ich hab da was für dich, aber nicht alles auf einmal trinken, ne? Ja, genau. Das ist unglaublich. Ich habe wieder Hoffnung. Ich habe keine Angst mehr. Was für ein erstaunlicher Zaubertrank. Und im Gegenzug muss ich einfach nur eine Kerze auspusten. Das nenne ich ein gutes Geschäft. Ich fühle mich, als könnte ich 100 Kerzen auspusten. Hast du das jetzt davor oder danach gemacht? Ich hoffe doch davor, weil dann ist er ja nicht mehr ängstlich und das mit der Kerze bringt nichts. Dann kannst du jetzt mal Gottrick gleich die Kerze geben. Und Protexis im Fay. So, bist du inzwischen schon wieder zu Hause, Junge? Zu Hause, Junge. Ich hab doch gesagt, du sollst nach Hause, Junge. Komm schon. Schneller, 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 la, 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 la. Oh, und dann warten wir hier. Ach so, das hat automatisch abgebrochen, weil er ihm ja die Kerze geben wollte. Okay, dann kannst du mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und dann treffen sich unsere beiden Kumpels. Ah. Moment, davon möchte ich einen Screenshot machen. Ich will immer so ein paar Screenshots für die Thumbnails gestalten. Und speichern. Man kann natürlich auch hier mit Screenshots machen. Dann habe ich wenigstens nicht diesen inneren Bereich. Moment, hurra. Da bin ich an den Rand gekommen. Und weiter geht's. Hier, ich schätze die Kerze. Die habe ich schon im Beutel gepackt. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber so. Danke, Bruder Klerikus. Er hat die Kerze doch nach Einnahme des Zaubertranks ausgeblasen, nicht wahr? Ja, sie schon, natürlich. Ich bin doch nicht bescheuert. Was steht denn der jetzt da rum? Okay, er muss jetzt auf jeden Fall mal wahr sagen, aber vorher könnte er noch edles Paradiesholz sammeln. Und Wildblumen und das da. Und hatten wir nicht noch was hier? Hier ist noch was. Kann ich irgendwas singen in der Zwischenzeit? Wir singen ja immer beim Pflanzen sammeln, ne? Du bist, wie du bist und du lebst in deiner eigenen Welt. Genauso geht's auch mir. Jeder muss das tun, was immer er für richtig hält. Wir sind niemals gleich. Auf der Suche gehen wir oft andere Wege dorthin, wo die Zukunft wohnt. Und wir finden dann, was wichtig ist und alles macht Sinn. Und wenn es mal dunkle Tage gibt... Jetzt habe ich vergessen, wie der Text geht. Schade, das ist gerade die schöne Passage. Oh, was ist denn das hier? Da ist der Leuchtturm, den wir gebaut haben. Oh, wieder nach oben. Dieses Blümchen sammeln dauert immer ein bisschen. Was macht denn jetzt er hier? Du kannst wieder nach Hause gehen und eine Predigt abhalten. Vielleicht eine Predigt, das wäre doch mal was. Und der Magier Gottrick kann dann mal... Wenn meine Nachforschungen korrekt sind, kann ich mit dieser Kerze den bösen Dunst durchdringen, der sich um unser Schicksal gelegt hat. Vielleicht sehe ich... Nichts, weil das Fenster weggeht. Wie man es verhindern kann. Mit ausgeblasener Kerze wahrsagen. Die werden sich freuen. Okay, dann, seine Erfolgsaussichten sind mittel, weil er mal wieder seinen Verpflichtungen nicht ganz nachgegangen ist. Er möchte ein Elixier der Verführung herstellen. Dann können wir doch mal ein paar Objekte herstellen. Das macht sich gut, da kriegen wir auch Geld für. Ach, also wir haben ja schon genügend Geld. Elixier der Verführung. Aber so ein paar... Und dann möchte er die Zukunft des Waffengangs wahrsagen. Das kann er dann auch gleich machen. So, dann gucken wir mal zu, wie er wieder seine Verführungskunst dort... Soll ich mich da reinzoomen? Danke. So, jetzt möchte ich ihm zugucken dabei.
Und Mörsern, 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 Mörsern und Mörsern, 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 Mörsern. Felicitas. Oh. Aha, ja. Und jetzt da rein. Ja. Jetzt nehme ich das und das und hier und... Shake it, baby, shake it. Shake it. Shake it like you never been shaked before. Oh, davon hätte ich einen Screenshot machen sollen. So, jetzt aber einen Betrunken, aber doch nicht noch zusätzlich herstellen. Könnt ihr mal vertragen. Dann leg dich mal ins Werk. Naja, das brauchen wir. Und dann da rein und... Mörsern, 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 Mörsern. Und Mörsern, 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 Mörsern. Mörsern, 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 Mörsern. Lal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 
Nein, nicht so, wie es aussieht. Was ist das denn? Nicht so hübsch. Und der hier? Nein, auch nicht das, was ich suche. Aber das mit dem Holzboden sieht schön aus. Dann passen wir jetzt mal die restlichen Möbelstücke dem Holz an. Oh, da haben wir ja schon mal eine Möglichkeit, den dunkel zu machen. Wie sieht es hiermit aus? Da brauchen wir ja nur den unteren Bereich so ein bisschen abdunkeln. Und das Holz hier? Das können wir alles schon in diesem Stil einfärben. Na, das ist ja perfekt. Ist ja an alles gedacht. Dann haben wir den dunklen Stühle. Die dunklen Stühle. Wie sieht es hiermit aus? Passend, wunderschön. Jetzt müssen wir nur noch hier das Holz dunkel färben. Na, 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 na. Sing doch falsch mit, Hanni, weil du es kannst. Wenn ich jetzt hier ein bisschen die Sättigung rausnehme. Zu dunkel, zu dunkel, zu dunkel. Und die Farben. Ja, lassen wir es ruhig bei dem Blau, ne? Will ich doch mal sagen. Das sieht hübsch aus. Und jetzt den Rand. Den Rand. Den machen wir dann weiß, so wie das beim Bett unten. Den Pott kann ich nicht ändern, aber die Wanne kann ich ändern. Da, in dieses Dunkle. Das ist wunderschön. Was haben wir denn hier für einen Stoff? Dann nehmen wir doch den Blauen. Und das kann ich leider nicht ändern. Wobei hier interessiert es mich vielleicht, nehmen wir dann doch dieses Muster. Das